Als ich meine Augen öffnete, war das Erste, was mir auffiel, der kalte Steinboden, auf dem ich lag. Ich hatte keine Ahnung, wo ich war oder wie ich dorthin gekommen war. Ich setzte mich auf und sah mich um. Ich erkannte, dass ich mich in einer Gasse befand, aber ich hatte keine Erinnerung daran, wie ich dorthin gekommen war. Mein erster Instinkt war zu weinen, aber ich wusste, dass mir das nicht helfen würde. Also stand ich stattdessen auf und beschloss, irgendwo nach Hilfe zu suchen. Ich begann, durch die Straßen zu laufen, auf der Suche nach jemandem, der mich meine erbarmen könnte. Nachdem ich etwa 10 Minuten herumgelaufen war, sah ich ein Schild an einem Gebäude. Darauf stand Pflegeheim. Mein Herz machte einen Sprung. Sicherlich werden sie mir helfen. Ich ging hin und klopfte an die Tür. Sie wurde von einer freundlichen aussehenden Dame geöffnet. Können Sie mir bitte helfen? Ich bin gerade in einer Gasse aufgewacht. Ich weiß nicht, wer ich bin oder wo ich herkomme. Komm rein, Kind. Wir werden uns um dich kümmern. Aber bevor ich weitermache, stellt sicher, dass ihr den Kanal liked und abonniert und die Benachrichtigungsglocke drückt. Sonst könnte dir das gleiche passieren wie mir. Du musst dich an etwas erinnern. Was ist mit deiner Familie? Hast du Brüder oder Schwester? Fällt dir denn gar nichts ein? Ich schüttelte den Kopf. Tut mir leid, mein Gedächtnis ist völlig leer. Ich weiß nicht einmal, wie ich heiße. Nun, dieses Problem können wir leicht lösen. Du kannst dir einen Namen aussuchen, den du magst, und wir werden dich so nennen. Ich schaute mich herum, versuchte etwas zu finden, das mir Inspiration geben würde. Mein Blick fiel auf eine Müsli-Schachtel mit der Aufschrift Dr. Matthew. Matthew. Ich möchte bitte Matthew genannt werden. Okay, dann eben Matthew. Die Dame erklärte mir, dass ich so lange bei ihnen im Pflegeheim bleiben könne, wie ich wollte. Aber in der Zwischenzeit werden wir versuchen, jemanden zu finden, der dich adoptieren möchte. Es wird viel schöner für dich sein, wenn du eine richtige Familie hast. Jemand, der sich um dich kümmert. Das hörte sich für mich gut an. Ich wollte zu jemandem gehören. Es dauerte nicht lange, bis sie einige potenzielle Eltern für mich gefunden hatte. Matthew, wir haben 5 verschiedene Paare, die dich gerne kennenlernen würden. Du kannst mit jedem von ihnen etwas Zeit verbringen und dann entscheiden, ob du bei einem von ihnen leben möchtest. Am nächsten Tag traf ich mich mit jedem Elternpaar. Das erste Paar, David und Amy, machte sofort einen guten Eindruck auf mich. Hi Matthew, wir wollen dir nur sagen, dass wir uns freuen würden, wenn du bei uns wohnen würdest. Wir haben ein großes Haus und es fühlt sich so leer an, wenn wir nur zu zweit sind. Wir wissen, dass du bei uns glücklich sein wirst. Würdest du gerne bei uns wohnen? Ja, das würde ich sehr gerne. Okay, dann ist es geklärt. Wir werden der Pflegestelle Bescheid geben. Ich fühlte mich wirklich glücklich. David und Amy schienen wirklich nett zu sein. Ich war mir sicher, dass wir gut miteinander auskommen würden. Als ich David und Amy Abschied winkte, sah ich ein junges Pärchen auf das Pflegeheim zugehen. Du musst Matthew sein. Ich bin Luis und das ist mein Mann James. Oh, hallo, ich bin Matthew. Kommt rein, kommt rein. Ich führte Luis und James in den Aufenthaltsraum, wir setzten uns hin. Es ist wirklich schön, dich kennenzulernen, Matthew. Wir würden uns freuen, wenn du unsere Familie beitreten würdest. Wir haben keine eigenen Kinder, aber wir haben einen netten Hund namens Rex. Magst du Hunde? Ja, ich liebe Hunde. Also denkst du, du würdest gerne zu uns kommen und mit uns leben? Ja, das würde ich. Das wäre toll. Luis und James schüttelten mir die Hand und verabschiedeten sich. Wir werden dich sehr bald wiedersehen, Matthew. Luis und James waren erst 5 Minuten weg, als ich ein Klopfen an die Tür hörte. Ich ging hin, um zu sehen, wer da war. Matthew? Ja. Ich bin Mark und das ist meine Frau Joanne. Hallo, kommt rein. Das Heim sagte uns, dass du keine Erinnerung daran hast, wer du bist oder woher du kommst. Ja, das ist richtig. Nun, wir hoffen, dass du bei uns leben möchtest und wir ein paar neue Erinnerungen schaffen können. Das klingt wirklich schön. Das finden wir auch. Ich bin sicher, es wird nicht lange dauern, alles zu organisieren. Und dann kannst du zu uns ziehen. Danke, ihr seid so nett, mir ein Zuhause anzubieten. Joanne lächelte mich an und umarmte mich. Wir werden uns um dich kümmern, Matthew. Du kannst dich auf uns verlassen. Ich winkte Mark und Joanne zum Abschied zu und ging in die Küche, um mir ein Sandwich zu machen. Aber gerade als ich das Brot mit Butter bestreichen wollte, hörte ich ein Klopfen an der Tür. Ich ging hin, um zu antworten. Hallo Matthew, wir sind hier, um zu fragen, ob du bei uns einziehen möchtest. Ich bin Julian, das ist mein Mann Simon. Kommt rein, ich mache mir gerade ein Sandwich in der Küche. Sei nicht albern, das kann ich für dich tun. Warum gehst du nicht und setz dich zu Simon, während ich es für dich mache? Simon und ich gingen ins Wohnzimmer und setzten uns. Ein paar Minuten später kam Julie zu uns. Sie reichte mir ein Sandwich. Ich hoffe, es ist so, wie du es magst. Ich nahm einen Biss und es war perfekt. Es ist köstlich, vielen Dank. Oh, ich liebe es zu kochen. Wenn du bei uns einziehst, mache ich dir all deine Lieblingsgerichte. Würde es dir gefallen? Ja, das würde mir sehr gefallen, danke. Danach kamen Nick und Sharon herein, das 5. und letzte Paar. Und ich ertappte mich dabei, dass ich ihnen auch zustimmte. Nachdem Nick und Sharon gegangen waren, setzte ich mich auf das Sofa und dachte über alle Paare nach. Sie waren alle nett gewesen. Ich schätze, deshalb hatte ich ihnen allen gesagt, dass ich gerne bei ihnen wohnen würde. Später am Abend erzählte mir die Dame, die die Pflegestelle leitete, dass das Paar, das mich adoptieren wollte, am nächsten Tag zu mir kommen würde, um mir ein paar letzte Fragen zu stellen. Am nächsten Morgen wachte ich sehr früh auf. Ich war so nervös und fragte mich, welches Paar mich wohl adoptieren würde. Als ich das Klopfen an der Tür hörte, wurde ich richtig aufgeregt. Ich öffnete sie und fand Simon und Julie dort stehen. Ich war überglücklich, sie zu sehen.
Wir würden dich gerne adoptieren, Matthew. Wirklich? Danke, danke. Wir werden dich später abholen, damit du Zeit hast, deine Sachen zu packen. Okay, bis später. Ich hatte gerade angefangen, meine Tasche zu packen, als ich ein weiteres Klopfen hörte. Vielleicht haben sie etwas vergessen. Aber als ich die Tür öffnete, standen da nicht Simon und Julie, sondern David und Amy. Hallo, Matthew. Wir hoffen, du freust dich, uns zu sehen. Wir wollen dich adoptieren. Was sagst du dazu? Ich war ein bisschen verwirrt, aber ich beschloss, einfach mitzumachen. Ja, bitte. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich adoptieren würdet. Okay, wir sehen uns dann später. Ich dachte, das wäre der letzte Besuch, den ich an diesem Tag bekommen würde, aber ich lag falsch. In den nächsten Stunden bekam ich Besuch von den anderen drei Paaren. Sie sagten alle das Gleiche. Sie wollten mich adoptieren. Ich konnte mir nicht helfen, ich sagte zu allen ja. Ich setzte mich hin und dachte darüber nach, was gerade passiert war. Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe gerade zugestimmt, von 5 verschiedenen Elternpaaren adoptiert zu werden. Ich beschloss, dass es Beste wäre, meine Chancen zu verteilen, so dass, wenn ein Paar mich nicht mochte, ich immer noch jemand hätte, der mich adoptieren würde. David und Amy waren die Ersten, die ankamen, um mich abzuholen. Sie fuhren mich zu ihrem Haus, aber anstatt direkt hineinzugehen, zögerte ich vor der Haustür. Macht es euch etwas aus, wenn ich eine Weile in den Park gehe? Ich brauche etwas Zeit, um das alles zu verarbeiten. Natürlich, Matthew. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Doch statt in den Park zu gehen, rannte ich zurück zur Pflegestelle, um das nächste Paar zu treffen. Ich kam gerade noch rechtzeitig an. Louis und James standen an der Eingangstür. Da bist du ja, Matthew. Wir dachten schon, du hättest dir es anders überlegt. Nein, nein, ganz und gar nicht. Ich musste nur eine Besorgung machen. Als wir bei ihnen zu Hause ankamen, brachte ich die gleiche Ausrede vor. Ich muss nur eine Weile über die Dinge nachdenken. Ist das okay? Klar, natürlich. Ich machte das Gleiche mit allen 5 Elternpaaren. Jedes Paar dachte, dass sie diejenigen waren, die mich adoptiert hatten. Ich schaffte es, mein Leben zwischen allen 5 Elternpaaren zu jonglieren. Aber es war nicht einfach und mein Schlafrhythmus war beschissen. Ich verbrachte 2 Stunden in einem Haus und dann 2 Stunden in einem anderen. Manchmal rannte ich um Mitternacht durch die Straßen, um zu einem der anderen Elternhäuser zu gelangen. Zum Glück wohnten sie alle ziemlich nah beieinander. Weil sie alle in der gleichen Gegend wohnten, schickten sie mich wenigstens alle in die gleiche Schule. Es gab keine Möglichkeit, dass ich zwischen verschiedenen Schulen hin und her springen könnte. Ich ließ mich abwechselnd von jedem Elternpaar an der Schule absetzen. Wenn einige der anderen Kinder mich sahen, fragten sie immer, wer ist das? Oh, das sind meine Tante und mein Onkel. Sie haben mich gerade zur Schule gefahren. Einige der Kinder waren ein bisschen misstrauisch, aber ich konnte sie überzeugen. Einmal war ich mit Louis und James in einem Einkaufszentrum, als ich David und Amy sah, die auf der anderen Seite des Einkaufszentrums gingen. Ich zerrte Louis und James schnell in ein nahegelegenes Geschäft. Was ist denn in dich gefahren, Matthew? Warum schleppst du uns herum? Ich will mir einfach nur diese Schuhe ansehen. Ich nahm das nächstgelegene Paar Schuhe in die Hand und zeigte es Louis. Dabei konnte ich sehen, wie David und Amy am Schaufenster vorbeigingen. Ein Gefühl der Erleichterung durchflutete mich. Das war knapp. Ich konnte sehen, dass Louis und James immer noch ein bisschen verwirrt aussahen. Das Ende des Schuljahres stand bevor und es war Zeit für die Elterngespräche. Die Schule hatte eine E-Mail an alle Eltern verschickt und sie gebeten, sich zu melden. Wie soll ich damit durchkommen? Ich entschied, dass ich 4 von ihnen sagen würde, nicht zu kommen. Ich würde nur Nick und Sharon bitten, zum Interview zu gehen. Die anderen Paare waren alle damit einverstanden, nicht hinzugehen. Ich sagte ihnen, dass es nur Zeitverschwendung wäre. Das heißt, außer Mark und Joanne. Matthew, es ist keine Zeitverschwendung. Wir wollen uns mit deinen Lehrern treffen. Wir wollen wissen, wie du dich in der Schule machst. Ich geriet in Panik. Ich konnte sie nicht gehen lassen. Ich musste einen Weg finden, sie aufzuhalten. Wieso könnt ihr nicht einfach meine Wünsche respektieren? Ich will nicht, dass ihr geht. Mark und Joanne sahen bei meinen Worten sehr verletzt aus. Ich fühlte mich wirklich schlecht, aber ich hatte keine andere Wahl. Ich musste sie aufhalten, sonst würde mein Plan in die Brüche gehen. Am Abend der Eltern-Lehrerinnen-Gespräche ging ich mit Nick und Sharon mit. Aber während wir saßen, darauf warten, dass wir an der Reihe waren, tauchten Mark und Joanne auf. Ich hörte, wie sie mit der Schulsekretärin sprachen. Wir sind die Eltern von Matthew. Nick und Sharon sahen sie verwirrt an. Was soll das heißen, ihr seid Matthews Eltern? Das könnt ihr nicht sein. Ich beschloss, dass ich nicht hierbleiben würde, um noch mehr anzuhören. Ich rannte aus dem Klassenzimmer, aber auf dem Weg nach draußen stieß ich auf David und Amy, Louis und James und Simon und Julie zusammen. Sie sprachen alle gleichzeitig. Hallo Sohn! Sie drehten sich alle um und starrten sich an. Es war offensichtlich, dass sie sich fragten, wer diese anderen Leute waren. Ich rannte aus der Schule und direkt in den Park. Es war mein Lieblingsort, wenn ich nachdenken musste. Ich hatte es gerade geschafft, mich zu beruhigen, als alle 5 Elternpaare ankamen. Matthew, wir wollen eine Erklärung. Was ist hier los? Ich erklärte ihnen alles. Als sie hörten, was ich zu sagen hatte, stürmten David, Amy, Louis, James, Simon und Julie sofort los. Nur Nick und Sharon sowie Mark und Joanne blieben zurück. Es tut mir so leid. Ich verstehe, wenn ihr nichts mehr mit mir zu tun haben wollt. Sei nicht albern, Matthew. Du bist unser Sohn. Wir lieben dich. Das gilt auch für uns. Wir lieben dich auch.
Vielleicht können wir dich teilen. Du könntest eine Woche bei uns verbringen und die nächste Woche bei ihnen. Aber das wird nie funktionieren. Es wird zu schwer sein und es ist einfach nicht fair euch gegenüber. Ihr habt erwartet, dass ihr ein Kind für euch selbst adoptiert, nicht eins, das ihr mit einem Fremden teilt. Wir standen schweigend da. Keiner wusste, was er als nächstes sagen sollte. Doch plötzlich wurde das Schweigen durch die Dame vom Pflegeheim gebrochen, die neben uns auftauchte. Matthew, ich habe eine Neuigkeit für dich. Was für Neuigkeiten? Was ist es? Deine richtigen Eltern sind gekommen, um dich zu finden. Was? Ihr solltet alle mitkommen. Wir fünf gingen mit ihr zurück zur Pflegestelle. Als wir dort ankamen, stellte sie mich einem dortigen Ehepaar vor. Matthew, das sind deine biologischen Eltern. Ich schaute das Pärchen an. Stimmte offensichtlich. Ich sah genauso aus wie sie. Was ist mit mir passiert? Wie bin ich in die Gasse gelandet? Meine Mutter sah mich mit Tränen in den Augen an. Wir waren auf einem Campingausflug und du hast dich verlaufen. Wir haben überall gesucht, aber wir konnten dich nicht finden. Wir haben das Schlimmste befürchtet. Aber dann fuhren wir durch die Stadt und sahen dich mit diesem Pärchen in der Straße entlanglaufen. Wir versuchten dich zu finden, aber es gelang uns nicht. Wir beschlossen, die Pflegefamilie zu kontaktieren und sie um Hilfe zu bitten. Sie sagten uns, dass ein Junge ohne Gedächtnis aufgetaucht war. Wir wussten, dass du es sein musstest. Du musst einen Hügel heruntergefallen sein und dir den Kopf angeschlagen haben. So musst du dein Gedächtnis verloren haben. Ich sah meine echte Mutter an. Erinnerst du dich an mich? Fragte sie. Zuerst konnte ich mich nicht erinnern, aber dann fiel es mir ein. Die Erinnerungen an mein frühes Leben kamen zurück, an meine Familie und den Campingausflug. Ich erinnere mich jetzt! Ich umarmte meine echte Eltern. Freudetränen liefen mir übers Gesicht. Endlich war ich wieder da, wo ich hingehörte. Aber auch wenn ich meine richtige Familie gefunden hatte, vergaß ich Nick und Sharon oder Mark und Joanne nicht. An den Wochenenden verbrachte ich abwechselnd einen Tag mit jedem Paar. Manchmal fuhren wir sogar mit allen zusammen in einen Familienurlaub. Es war großartig. Und was noch besser war, an meinem Geburtstag bekam ich 2 extra Sets an Geschenken. Das ist nie eine schlechte Sache, oder?